Hier ist das Gesicht der Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Seit drei Monaten gehen Zehntausende auf die Straße gegen die wachsende Einflussnahme Pekings. Internationale Unterstützung für die Bürgerrechtsbewegung forderte Wang in Berlin seine Kunst. Mit seinem Auftritt beginnt jener Tag, der aus einem chinesischen Konflikt endgültig auch ein deutsches Problem macht und die Hauptstadt zum Austragungsort. Wong ist ein unbequemer Gast. Deutschland müsse sich entscheiden, so seine Botschaft, seinen Einfluss auf China nutzen oder klein beigeben zugunsten eigener Wirtschaftsinteressen. Deutschland sollte sofort den Export von Waffen an die Polizei von Hongkong aussetzen. Deutschland sollte auch die Wirtschaftsverhandlungen mit China und Hongkong ruhen lassen, bis das Thema Menschenrechte auf die Agenda gehoben wird. Über den Einsatz deutscher Waffen in Hongkong lägen keine Erkenntnisse vor, so das Bundeswirtschaftsministerium gegenüber dem ZDF. Wasserwerfer, auch Wassertanks dafür, habe Deutschland nicht exportiert. Nachdem gestern Abgeordnete fast aller Fraktionen mit Wong sprachen, gab es auch heute kein Treffen mit der Kanzlerin. Sie äußerte sich ähnlich wie zuletzt in China. Eine von Wong erhoffte deutlichere Ansage an Präsident Xi blieb aus. Dass die Einhaltung der Menschenrechte für uns unabdingbar ist, das gilt insgesamt und das gilt auch im Blick auf die Situation in Hongkong, wo wir das Prinzip ein Land, zwei Systeme weiter für richtig halten. Sehr zurückhaltend heute Außenminister Maas. Sein Treffen mit Wong vorgestern hatte China erzürnt. In Peking wurde im Nachgang der deutsche Botschafter einbestellt. In Berlin gab der chinesische Botschafter sehr ungewöhnlich eine Pressekonferenz. Nicht zur Deeskalation, im Gegenteil, zum Angriff. Wong sei ein Aufrührer. Bedauerlicherweise hat manche deutsche Politiker durch einen Anstifter der Gewalttat empfangen. Wenn nicht die Grundkenntnisse über die wahre Situation in Hongkong fehlen, da muss ich dann davon ausgehen, dass sie politisches Kapital daraus schlagen wollen. Wong reist in Kürze ab. Das Problem, sein Problem bleibt, genau wie spätestens jetzt, das zwischen China und Deutschland.